Wir, die 8C, nehmen euch jetzt mit zu der Stolperstein-Aktion. Stolpersteine erinnern an Menschen, an den Orten, an denen sie einst lebten und die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Gräsins Maria Hartmann, geboren 7.9.1878 in Gersthofen, Augsburger Straße 14, ermordet in der Tötungsanstalt Grafeneck am 27.8.1940. Crescentia arbeitet als Haushälterin. Zur damaligen Zeit war der Frauen der Weg in die höheren Bildungsanstalten versperrt. Sie sollten den Haushalt führen und Kinder großziehen. 1916 wurde sie im Alter von 38 Jahren in die Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren eingewiesen. Über ihre Art der Erkrankung wissen wir so gut wie nichts. Sicher ist jedenfalls, dass die am 27. August 1940 gemeinsam mit 74 weiteren Frauen aus Kaufbeuren in einem Transport mit den grauen Bussen in die Tötungsanstalt Grafeneck verbracht wurde. Dort wurde sie noch am gleichen Tag durch Gas ermordet. Die Tötung geistig und körperlich beeinträchtigter Menschen war ein zentrales Anliegen des Nationalsozialismus.